Wow, was für ein schönes Fahrrad. Das hier ist jetzt diesmal die Mobi Fun Serie mit ganz dicken Reifen. Es wiegt ein bisschen mehr, es ist aber unglaublich genial von der Optik her und das ist der absolute Hingucker auf fast allen Campingplätzen. Ist schon fast ein Hotseller. Also nicht jeder will es haben, weil es ein bisschen schwerer ist wie die anderen. Ist auch ein bisschen teurer, aber es kommt richtig gut an, oder? Hallo Andi. Ja, hallo. Ja, das Rad kommt echt sehr, sehr gut an, muss man wirklich sagen. Das Mobifun eben mit einer dicken Reife, 48 Volt Motor, 250 Watt, Tiefeinstieg. Ja, was gibt es noch zu sagen? Farbdisplay. Die Fatbikes, die haben 7-Gang serienmäßig bei uns. Gegenüber der Standardmobilisten habe ich ja nur 6-Gang. Mhm. So, die Lampe ist neu, die hat jetzt 60 Lux, die drauf ist. Die hat jetzt 60 Lux, die Vorderleuchte. Da ist der Fahrradweg top ausgeleuchtet. Die hier vorne. Die Federgabel kann man auf verriegeln. Hier oben einfach. So ist sie verriegelt, so ist sie jetzt zum Beispiel offen. Und auf der anderen Seite kann man jetzt dann plus, minus, kann man die Härte einstellen, härter oder weicher. Plus wird härter, minus wird auch weicher. So, jetzt sieht man, die Federkabel ist natürlich ein bisschen breiter, angepasst an den Reifen. Ja, klar, logisch, klar. Ist halt bulliger, man vergleicht fast schon wie im Mofa, ne? So soll es ja auch rüberkommen, denn das Coole dabei ist, es hat eine Automatik, die die Geschwindigkeit hält, die man mal erreicht hat. Das heißt, ich bin jetzt auf dem Weg und habe jetzt keine Lust mehr zu treten, dann kann ich einfach auf einen praktisch Autopiloten stellen und dann hält er die Geschwindigkeit, bis ich bremse. Ja, genau, das sogenannte Tempomat bei unserer Mobiliste gibt es auch nur bei uns. Und zwar, ich tue mir die Geschwindigkeit ertreten und drücke Knopf 2 Sekunden. Und dann hält es die Geschwindigkeit. Man muss dann immer weiter treten. Und eben wie gesagt, der Tempomat, so wie beim Auto auch, man drückt kurz die Bremse und dann ist der Tempomat wieder ausgeschaltet. Ja, es gibt hier einen Gasgriff, der geht bis 6 km/h, geht direkt. Genau. Das ist ziemlich genial. Das kannst du direkt mal zeigen, bitte. Nimm es mal gerade runter. Denn wir müssen es auch gleich mal zusammenfalten. Das ist ein richtig tolles Rad. Preis von dem jetzt, wie es hier steht? Ab 2200. Ab 2200 Euro. Genau. Also auf www.rsm-bike.de sind auch immer die aktuelle Lieferzeiten und auch die Preise. So, ihr verkauft die wie geschnitten Brot, denn du hast mir erzählt, dass die Wettbewerber in den Faltbikes, das hat ganz viele Details, die wirklich seit Jahren von euch erarbeitet worden sind. Die werden nur für euch gebaut. Ihr klebt da also nicht nur einen Aufkleber drauf. Das ganze Design ist von euch, die Entwicklung. Und ja, die werden natürlich wie alle Fahrräder oder fast alle Fahrräder in Fernost gebaut oder wie alle Motorräder und so weiter und so fort. Und ihr habt aber die komplette Kontrolle. Farbdisplay dabei? Jawohl, genau. Hier oben sieht man zum Beispiel Balkendiagramm. Ladezustand, sage ich jetzt mal, vom Akku, die Voltzahl vom Akku, die Umgebungstemperatur hier oben rechts. Dann haben wir hier die Geschwindigkeit, die obere Linie ist der Tageskilometer und die Tagesfahrzeit, die untere Linie ist der Gesamtkilometer, Gesamtfahrzeit. Ja, da gibt es auch entsprechende Videos im Internet. Ja, ja. Eine Besonderheit ist auch noch der Gepäckträger, der macht wirklich einen sehr stabilen Eindruck. Ja, der ist auch wirklich sehr stabil, bis 35 Kilogramm belastbar. Und zusätzlich nochmal der Fahrer, nochmal 120 Kilogramm. 120 Kilo darf der Fahrer wiegen? Ja, genau. Echt? Ja. Bist du ja noch weit weg davon, ne? Ja, du auch. Ja. So, Schloss ist dabei, das Faltschloss? Ja, genau, das ist inklusive des Faltschloss, weil bei der Standardmobilisten haben wir ja das Rahmenschloss, das gibt es hier nicht. Deswegen habe ich mir hier jetzt immer standardmäßig das Faltschloss mit dabei. So, das passt übrigens auch für andere Standard-Faltschlösser. Das ist wahrscheinlich so eine, ich sag mal, für eine Trinkflasche so eine Standardhalterung, die ich dann verwenden kann. Gell? Genau, richtig. Wenn man so Trinkflaschenhalterung nimmt mit langen Löchern oder so, dann kann man da auch eine Trinkflaschenhalterung anbringen, das ist kein Problem. Klickfix, seid ihr großer Freund von, zeig mal gerade zum Korb rein, zum Beispiel ein Hundekörbchen kann ich anbringen oder irgendeinen anderen. Ja, der zum Beispiel. Da ist jetzt ein Hundekorb. So, den klickst du einfach rein. Genau. Einfach hier oben so rein und nach unten drücke. Ist dabei. Zack, stopp. Also der Klickfix. Die Halterung. Ja, genau. Genau. Ansonsten gibt es ja Körbe wie Sand am Meer. Ja. Die haben hier vorne, das ist nur eine kleine Auswahl, da gibt es hunderte. Und ihr habt relativ viele da. Hinten kann man eine Grundplatte montieren. Genau, das sind auch so Löcher, schon vorgefertigte Langlöcher. Man kann auch andere Sachen hinten drauf montieren. Das ist einfach nur von uns vorher schon mal so vorgerichtet, dass man keine Löcher bohren muss oder so.
Prima, also das sieht man jetzt hier vorne. Das Ganze ist ein Faltrad. So, jetzt zeig mal den Gasgriff. Der kostet 50 Euro mehr, muss man sagen. Bei dem Rad ist es inklusive. Inklusive. Bei dem Rad ist es inklusive, da ist es serienmäßig. Bei der anderen Mobiliste, Standard-Mobiliste, da ist der Aufpreis von 50 Euro. Okay. Bei der Unterstützungsstufe 0 passiert hier gar nichts. Da ist die Elektronik komplett ausgeschaltet. Und ab 1 zum Beispiel, wenn ich dann hier den Gasgriff drücke, fährt es los bis 6 km/h. Automatisch, muss nichts einstellen, gar nichts. Drück auf den Gasgriff. Genau. Und egal welche Unterstützungsstufe, ob ich in 2, 3, 1 bin, völlig egal. Okay. Ist das denn stärker auf Stufe 5 dann? Nee. Das ist schon nur die Unterstützung von genau bis 6 km/h. Genau, wenn du mal kurz raufsteigst, mir das mal zeigst. Das heißt, du drückst nur den Gasgriff, dann geht's los. Genau. Da fährt er, der Andi. Cool. So, das Geniale ist, es hat hinten ein Bremslicht. Fahrrad hat ein Bremslicht. Das ist so genial. Ihr habt nämlich eine elektronische Abschaltung des Motors mit eingebaut. Das bedeutet, sobald ich zum Beispiel ein Tempomat aktiviert habe oder ich habe jetzt den Gasgriff runtergedrückt und bremse gleichzeitig, da kann nichts passieren. Genau, da kann nichts passieren. Das ist einfach so ein Sicherheitsding, da ist ein Sensor drin. Sobald ich hier ein klein bisschen den Griff drücke und hier kommt das Bremssignal, da oben in der Mitte, dann ist die Elektronik komplett unterbrochen. Das Display kann man eben super ablesen, wenn man nicht gerade eine Kamera hat, die dauernd versucht, auf die Spiegelung zu fokussieren. So ist es. Ja, falls mal zusammen. Ich bin sehr gespannt. 48 Volt übrigens Samsung-Akku dabei. 4 Jahre Garantie, 1 Jahr auf den Akku. Das hat er mir schon gesagt. Die Pedale kannst du einklappen. Genau. Einfach so reindrücken und abklappen. Beim Zumachen ein bisschen vorsichtig sein, da kann man sich einklemmen. Ja, leicht mal die Haut oder die Finger, klar, da muss man. Das ist mir schon mal passiert beim anderen Fahrrad, okay. Ja. Das aber nur einmal. Ah ja, das glaube ich. Ihr zeigt aber, wie es geht. Also wenn man das weiß, kann auch nichts passieren. Ja. Also wenn man es probiert, ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist einfacher, als man denkt. Ist nur beim Zuklappen, glaube ich, gell? Ja, eben, genau. Wenn man es jetzt ausklappen möchte, hier nochmal. Da kann nichts passieren. Ja, nur beim Zuklappen. So ist es. Also am besten vorne ziehen beim Ausklappen. Das ist so mein Tipp gewesen. Du merkst, ich hatte schon mal das Vergnügen. Ja. So, und jetzt? So, dann immer den Schlüssel raus. Ja. Das ist wichtig. Dann hier die Sicherung auf die Seite schiebe. Den Spannhebel löse. Lenker nach unten. Dann das Mittelgelenk löse. Ja. Auch hier, wenn sich der mal lösen sollte während der Fahrt, da passiert nichts, ist trotzdem fest. Erst wenn man nach rechts geht und nach oben, dann geht es auf. Sicherheit first. Genau. So, jetzt sieht man also die ganzen spannungsführenden Kabel. Habt ihr zusätzlich nochmal isoliert drin? Jawohl, genau. So, und jetzt ist das Ganze, das ist alles. Das ist alles, genau. Krass. Dafür, dass das so ein Riesenfahrrad war vorher? Ja, genau. Also wenn man jetzt noch ein bisschen an Breite sparen möchte, könnte man auch noch den Lenker rausnehmen und oben drauflegen. Ja. Ja, das sind so kleine. So, der ist ja ganz leicht rauszunehmen. Genau, wirklich schon wie die Höheverstellung. Krass. Das alles? Das ist alles, genau. Ja, das hier wäre ja schon fast mein persönlicher Tipp. Aber es ist so, es ist schwerer, muss man sagen. Es ist ein bisschen teurer. Die 5-6 Kilo ist mehr, oder? Ja, 31 Kilogramm liegen wir hier mit dem Akku. So, es ist aber gar nicht so schlimm. Das heißt, man kann ja erst das Vorderrad drauf machen, dann das Hinterrad. Also selbst das Hochheben ist gar kein Thema, wie wir eben gesehen haben. Genau. Aber wenn man es halt komplett so hochhebt, wenn man nicht so gut dabei ist, vielleicht eine zweite Person. Genau. Ansonsten, ihr habt auch leichtere Fahrräder, gell? Ja, natürlich. Eben unsere Standardmobilisten sind schon ein bisschen leichter. Die wiegen mit Akku 28 Kilogramm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Heckträger die Räder verstauen möchte, empfehle ich immer, den Akku rauszunehmen. Allein schon diebstahltechnisch. So, das geht sehr einfach, zeig mal. Ja, da müssen wir es nochmal aufklappen. Ja. Gut, dann haben wir das auch schon mal gezeigt. Das geht nämlich wirklich ruckzuck, das Aufklappen, hochklappen, reinklicken. Das war's. Boah, bist du schnell, Andi. Es sieht so aus, als hättest du schon mal gemacht. Ja, schon ein paar Mal. Schon ein paar tausend Mal. Der Sattel ist abklappbar. Okay. Dann brauchen wir den Schlüssel, weil der ist ja hier hinten eigentlich Diebstahl gesichert, verriegelt. Okay. Und wenn man dann den Schlüssel reinnimmt und rumdreht, geht der Bolzen raus.
dann können wir den Akku gerade rausnehmen. Ach, da ist ein richtiger Bolzen drin. Genau. Das können wir hier auch nochmal zeigen. Okay, das heißt also, da machst du mit dem Schraubenzieher erstmal nichts. Nee, mit dem Schraubenzieher definitiv nicht. Wenn der irgendwann mal defekt sein sollte, wie liegt dein Preis ungefähr, der Akku? Die 48 Volt Akkus liegen bei 799. Also wenn der wirklich mal, was weiß ich, der wird mir gestohlen oder irgendwas passiert, ja. Genau. Das ist so. Lebensdauer von den Akkus, ich meine, ihr macht das jetzt schon einige Jahre, die halten recht lange? Ja, also wir haben eben seit 2014, vertreiben wir ja die Räder selbst, wir haben jetzt Kunden, die fahren die allerersten Akkus noch. Mhm. Das ist absolut kein Problem. Klar, also über die Jahre verlieren sie mal ein bisschen an Leistung, dann fährt man halt keine 120 Kilometer mehr, sondern nur 110 Kilometer noch, aber ansonsten erhalten die schon lang. So, und jetzt ist es viel leichter, muss man sagen. Das Gewicht vom Akku ungefähr 5 Kilo? 4,6. 4,6 Kilo. Aber klar, wenn ich den rausnehme, den Akku, da wird es schon mal ein gutes Stück leichter, um es reinzutragen. Ich kann die Batterie auch außerhalb natürlich laden vom Gerät, denn die Buchse ist frei zugänglich von der Seite. Genau, hier. Das ist die Ladebuchse. So, und das Ladegerät, da vorne liegt eins, habe ich mal kurz eben gesehen, neben deiner Flasche hier, der Trinkflasche. Das ist der Anschluss und das ist dabei, das Ladegerät, gell? Das ist mit dabei, genau, richtig. So, sehr schön. Ja, komm, wir zeigen es nochmal. Ja. Da ist es 4 Jahre Garantie. Nochmal Preis, 2? Ab 2200. Ab 2200 Euro, rsm-bike.de. Wir sind in Neuried. Das liegt ungefähr Richtung Straßburg auf deutscher Seite. Und wir sind tatsächlich in Baden, gell? Jawohl, im badischen Ländle sozusagen. Ne? Dann wirklich mitten am Land. Also hier sind überall Fachwerkhäuser. Ja, hier sagt, ist schön. Klar, ist schön hier. Ja. Oder? Man kann alles Probe fahren bei euch? Kann man alles kostenlos Probe fahren. Wir haben alle Modelle bei uns hier auf dem Hof. Können auch mal kurz reinschauen, was wir noch alles dastehen haben. Da vorne sind die etwas größeren Funbikes nochmal, sogar nicht mit Tiefeinstieg, sondern mit etwas höherem Einstieg. Ja, und mit der Mittelfederung nochmal, das ist ein zusätzlicher Fahrkomfort. Genau, auch das werden wir mal zeigen, eigenes genau, Video. Genau, richtig. Da gibt es auch zwei Versionen, das ist die ganz offene hier. Genau, einmal das Funbike Power, eben mit 750 Watt Motor, wo nicht auf deutscher Straße zulässig ist und dann nur auf Privatgelände zulässig. Oder halt das Funbike eben 48 Volt, genau dieselbe Geschichte, dieselbe Leistung wie jetzt das MobiFun, nur halt der Unterschied, das mit dem Mittelfeder. Also das vordere nicht im öffentlichen Straßenverkehr, egal wo. Also wir sagen einfach mal egal wo, also nicht nur in Deutschland, sondern das nur auf privatem Gelände und das dahinter hat aber Zulassung, Pedelec 25 km/h. Genau, richtig, genau. So, hat auch einen Gasgriff, das vordere geht unbegrenzt und das hier bis 6 km/h. Richtig, genau. Sehr schön, auch da werden wir ein Video machen. Dann haben wir Mobilist XR, das ist die etwas filigranere Version. Ja, und ein bisschen sportlicher, auch der Abstand vom Lenker zum Sattel ist ein bisschen größer wie bei der Standardmobilisten. Okay. Und dann haben wir eben die 5 verschiedene Weiß, Schwarz, Silber, Blau und Rot Mobilisten Standard. Die sind hier vorne. Da übrigens ist noch eine Heckplatte montiert bei dem einen. Das heißt, die kommen ja immer hier mit dem Clickfix hier vorne für den Korb. Und da habt ihr sogar noch eine Clickfix-Rundadapterplatte nennt sich die. Und die kostet auch optional über 31,95. Oh, 31,95 und da kannst du einen Korb und was weiß ich alles drauf machen. Sehr schön. Also die Qual der Wahl. Blau und Rot läuft oft? Ja, sehr. Also Blau haben wir seit letztem Jahr jetzt im Programm. Ist sehr gut angekommen. Ist auch ein schönes Blau, muss man sagen. Ja, doch, ist schön, wirklich. Tipptopp. So, und Rot auch, läuft auch. Ja, Rot läuft auch. Muss nicht immer schwarz und silber sein, ne? Nee, also absolut. Man kann auch nicht sagen, ob da jetzt die Herren oder die Damen eher auf Rot oder Blau oder auf Silber, das variiert sehr. So, ihr verkauft oft zwei, muss man sagen, oder? Ja, klar. Wohnmobilfahrer eben die ganze Familie mit ausstatten kann, ja. So, das heißt, es hat eine komplette Straßenverkehrsordnungszulassung mit Licht, mit Schutzblechen, also alles, was das Herz begehrt. Trotzdem sieht es nicht bieder aus. Also das hier sieht schon sehr sportlich aus. Ja, es ist. Und man kann auch wirklich das im Alltag auch nutzen, nicht nur einfach nur zum Brötchen holen oder wie auch immer. Durchaus 60, 70 Kilometer, 80 Kilometer Tourenfahrer haben wir schöne Sonntag oder Samstag, Ostersamstag wie heute mit dem Wetter. Passt das ja eigentlich. Tja, und wir
gehen jetzt her und arbeiten hier. Komm, wir machen noch ein Video und dann haben wir die ganze Bandbreite mal gezeigt, denn seid ein Familienunternehmen, gibt 4 Jahre Garantie. Vielen Dank fürs Einschalten. Das hier ist das MobiFun. Genau, richtig, ja. Das MobiFun, 48 Volt. Danke, tschüss.